Die Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen werden immer mehr zu Plattformen des Extremismus. Auf den Corona-Demos tragen Impfgegner Judensterne. Angeblich ist das Virus eine Erfindung Israels. Shit, wenn eine Vera Scharaf das selber sagt, sie ist eine Holocaust-Überlebende, ja? Das ist keine Verharmlosung, das ist eine Warnung vor einem Faschismus. Und jetzt sage ich Ihnen, wo ich den Faschismus hier sehe. Faschismus für mich ist Gleichschaltung. Du denkst, es geht schon wieder um Corona? Nein, es geht um ein Thema, das die Menschen schon seit über 2500 Jahren beschäftigt. Wir reden über Antisemitismus, also der Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden. Man erzählt wieder mehr Geschichten darüber, was jüdische Menschen für schlimme Dinge getan hätten, die aber nicht stimmen. Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden begegnen uns jeden Tag.